Oder war da vorher noch gar nicht zu sehen? Weil bevor du zur Toilette gegangen warst, war da vorher nicht zu sehen? Bevor du zur Toilette gegangen warst, bevor du zur Toilette gingst, war da vorher nicht zu sehen? War da vorher gar nicht zu sehen? War da vorher überhaupt nicht zu sehen? War da vorher so gut wie gar nicht zu sehen? War da vorher überhaupt so gut wie gar nicht zu sehen? Überhaupt nicht? So gut wie gar nicht? Nix? So gut wie gar nicht? Überhaupt nicht? So gut wie gar nicht? Nichts zu sehen? Gar nichts zu sehen? Überhaupt nichts zu sehen? So gut wie gar nichts zu sehen? Überhaupt so gut wie... überhaupt so gut wie gar nichts zu sehen? 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 Nein? Wirklich nicht mehr? Ich meine, bevor du zur Toilette gegangen warst, nein, war da vorher zu sehen? War da vorher zu sehen? Nein. Mama, kommst du bitte mit auf den Balkon raus? Hast du den jetzt vorhin schon gesehen gehabt? Ich meine, wo du jetzt gerade vorhin mit auf den Balkon rauskamst, hast du ihn vorhin schon gesehen gehabt? Ja, wie du auf den Balkon rauskamst, gerade, hast du das jetzt gesehen? Ja. Ich meine, bevor ich mit der Aufnahme angefangen habe, hast du den vorher schon gesehen? Da, wo ich neben dir stand, habe ich ihn gesehen. Ja, vorher nicht. Ich meine, vorher, wo du neben mir gestanden hast, das meine ich ja. Hast du ihn da schon gesehen? Ja. Hast du den roten Streifen da schon gesehen? Ich glaube, es ist zu spät, wäre es ja auch wieder zu spät. Nein, es ist nicht zu spät, das ist noch früh genug. Das Rot hält doch nicht lange. Doch, an, das wird er wild. Da oben ist der Wolkenformation zu sehen. Wie soll ich die denn aufnehmen, Papa? Da ist der scheiß rote Streifen. Da oben. Ja, sehe ich. Das ist der Wolkenformation zu sehen, die Seltenheit. Das ist eine ganz seltene Wolkenformation zu sehen. Wie soll ich die denn aufnehmen? Den scheiß Streifen da aufzunehmen. Ja, hab ich gesehen. Das meine ich jetzt nicht. Wie soll ich die denn aufnehmen? Wie soll ich da oben die richtig ganz seltene Wolkenformation aufnehmen? Da oben ist eine ganz richtig sehr ganz seltene Wolkenformation. Wie soll ich die denn aufnehmen? Wie soll ich die denn filmen? Wie soll ich die denn filmen? Wie soll ich die denn aufnehmen? Da ist der scheiß rote Streifen da. Da ist der scheiß bunte Morgendämmerungshorizontstreifen da. Da ist dieser scheiß bunte, knallbunte Morgendämmerungshorizontstreifen da. Da ist dieser scheiß blöde, bunte, knallbunte, richtig knallbogenfarbene, bunte Morgens, Mama. Kommst du mir auf die linke Seite, bitte, Mama? Das war früher noch mit dem bunten Horizont. Ja, das war noch früher. Na, jetzt gerade erst. Ja. Bevor du zur Toilette gingst. Wiederhole ich nicht. Bevor du zur Toilette gegangen warst. Dann hast du vorher doch gesehen, bevor du zur Toilette gingst, nein, richtig? Nein, hab ich nicht. Doch, du machst Spaß, Baba. Hast du wohl gesehen, richtig? Nicht. Das war Spaß, was du jetzt machst, richtig? Ich hab den nicht vorher gesehen. Erst fühlte ich mit dir auf dem Balkon da. Den hast du wohl vorher gesehen. Du hast jetzt Spaß. Nein, Mama, du hast wirklich Spaß. Mama. Ich hab den nicht vorher gesehen. Mama, du stell dich gar nicht. Du hast wirklich Spaß. Du ärgerst mich wirklich, Baba. Du hast wirklich Spaß, Baba. Du machst wirklich Spaß, du ärgerst mich wirklich, Baba, du hast mich wirklich ärgert, du machst wirklich Spaß. Was denn? Wieso reagierst du wieder so drauf?
Ein bisschen ruhiger hier. Tobias. Ja, bisschen ruhiger hier, Tobias. Du hast dich mit mich gemeint. Du machst wirklich Spaß, du ärgerst mich wirklich, Baba. Ich hab den nicht vorher gesehen, noch mal. Ich hab den erst gesehen, wie ich den. Doch, du hast aus dem Fenster rausgeguckt gehabt. Ich hab nach da geguckt, da. Du hast auch nach links geguckt. Ich habe wirklich gesehen, dass du nach links geguckt hast. Ich habe wirklich gesehen. Nein, habe ich nicht. Hab ich gar nicht. Ich habe wirklich gesehen, dass du nach links geguckt hast. Das links geguckt habe ich wirklich gesehen. Ich bin auf Toilette gegangen. Ist doch gar nicht wahr. Mama, ich habe... ich habe wirklich gesehen, dass du nach links geschaut hast. Ich habe wirklich gesehen, Baba. Sei nicht wieder so zu mir, Baba. Was habe ich gesagt? Ist mir scheißegal, Baba. Ist mir scheißegal. Ich habe auch die Wahrheit gesagt. Ich habe dich vorher die ganze Zeit beobachtet. Du hast auf der linken Seite geschaut, gehabt, wirklich. Du hast die linke Seite rausgeguckt, gehabt, wirklich, Baba. Du hast wirklich nach der linken Seite rausgeguckt, gehabt, wirklich, Baba. Baba! Tobias Reckling. Du musst den Namen dabei sagen, du wolltest mich gar nicht meinen, Mama. Du musst den Namen dabei sagen. Mama. Mama, komm mal bitte. Komm mal bitte, Baba, bitte. Baba, komm mal bitte. Du musst den Namen dabei sagen. Tobias Reckling. Wieso hast du gebaut, dass du mich gemeint hast, Baba? Mama, wir wollten doch zusammen gucken. Wir wollten doch zusammen gucken, Baba. Wir wollten doch zusammen gucken, Baba. Wir wollten doch zusammen gucken, Baba. Wieso hast du überhaupt, dass du mich gemeint hast, Baba? Ich hab den Namen gesagt. Deswegen komme ich auch nicht mehr. Ich hab den Namen gesagt. Sei nicht wieder so, deswegen komme ich nicht mehr. Meine ist wieder mich, deswegen komme ich nicht mehr, ja? Du musst sagen, deswegen komme ich nicht mehr, Tobias. Ja. Sag den Namen, sag, ja? Sag den Namen. Bei dir, jetzt komme ich, bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, deswegen komme ich nicht mehr, musst du auch dabei einen Namen sagen. Nein, hast du nicht, Baba. Hast du nicht, Baba. Ich sag den Namen nicht in dem Video rein. Wegen Datenschutz. Du musst sagen, deswegen komme ich den Namen dabei sagen. Hier drinnen. Ihr wollt doch zusammen gucken, Baba. Sei nicht wieder so zu mir. Aber ich habe ja auch die Wahrheit. Ich habe auch die Wahrheit gesagt gehabt, ja. Und wenn wir irgendwas aufnehmen sollten, Gundogans oder Podcast, ist Datenschutz gar nicht so anzeigen, kriegen wir ganz schwer einen Rucksack. Und wenn es nur eine Audio ist. Ich wollte nur gesagt haben, Baba, bitte. Ich habe dich vorhin die ganze Zeit beobachtet, bevor du zur Toilette gegangen bist, bevor du zur Toilette gingst. Du hast wirklich nach der linken Seite geguckt. Du hast wirklich nach der linken Seite geguckt. Ich habe es gesehen, Baba, wirklich. Du hast wirklich nach der linken Seite rausgeguckt. Du hast wirklich nach der linken Seite rausgeguckt. Ich habe es gesehen, Baba. Ich habe es wirklich gesehen, Baba. Wirklich, Mama. Ich lüge nicht, Mama, okay? Ja, du hast richtig, ich habe meine Ruhe. Wieso hast du mir keinen Bescheid gegeben mit der linken Seite? Du standest selber draußen. Nein, ich stand nicht draußen, ich stand im Wohnzimmer. Ja, und hier, das Fenster war doch frei? Mama, guck mal, da hinten ist ein Morgenrot. Wieso hast du mich jetzt gemeint? Willst du jetzt sehen, was du davon hast? Ich hab dich nicht gemeint. Willst du sehen, was du davon hast? Ich hab dich nicht gemeint. Ich wusste, dass du vorhin losgelassen gesagt hattest, im Flur gesagt hattest. Wo du zum Schlafzimmer gehen wolltest, wo du zum Schlafzimmer hingegangen warst. Wo du zum Schlafzimmer gehen wolltest, wo du zum Schlafzimmer hingegangen warst. Die Sprüche, die du losgelassen hast, wieso hast du mich gemeint? Hab ich nicht. Doch, du hast behauptet, dass du mich gemeint hast. Nein, hab ich gar nicht. Doch, ich habe dich gemeint. Ich habe dich gemeint, das hast du gesagt. Mama. Hab ich nicht.
was hat mit den Oben und unten. Wenn jemand nicht schwarz war, heimlich Videoaufnahmen machen, Audioaufnahmen. Kostet Geld bei denen. Meine Haare, mach bitte meine Haare weg, Mama. Bitte, mach meine Haare weg. Doch, du fickst wieder im Flur, wir hatten was ausgemacht. Ich habe Reckling gesagt. Jetzt habe ich den Namen gesagt. Wir hatten was ausgemacht. Ich hab dich nicht gemeint, nochmal. Nur den anderen Namen genannt. Was die Sprüche, die du im Flur losgelassen hast, sagtest, wo du Richtung Schlagzeug gegangen warst, wo du Richtung Schlagzeug gegangen warst, was du alles im Flur gesagt hast, die Sprüche, die du im Flur, Wohnzimmer im Flur losgelassen gesagt hattest, diese Sprüche, die du Wohnzimmer im Flur losgelassen gesagt hast, alles so den Typen gemeint. Ja. Wieso? Moment mal, wo ich da auf dem Balkon gesagt habe, den Namen dabei sagen. Wieso hast du überhaupt zu mir überhaupt gesagt gehabt, nein, ich hab dich gemeint. Ich hab den anderen gemeint, ich hab wohl den anderen Namen genannt. Wieso hast du mir überhaupt gesagt gehabt, dass du mich gemeint hast? Ich hab dich gemeint. Ich wollte mich weiter unterhalten. Was soll das? Wie meinst du jetzt? Hier. Was? Hier. Den Namen dabei sagen. Nein, sag schon, sag nicht. Mit den Typen. Mama, ich kann nicht mehr, bitte. Wenn es einem nicht gut geht, dann braucht man keine Aufnahme. Mama, mach bitte meine Haare, bitte. Wir wollten uns zusammen gucken, bitte. Wir wollten uns zusammen gucken, Mama. Was du vorher gesagt hattest, wieso rede ich schon mal gar nicht mehr mit dir? Da hast du mich gemeint. Hast du den Typen gemeint? Den Typen gemeint? Nee, so rede ich schon mal gar nicht mehr mit dir, richtig? R, ja. Mit R. Also nee, so rede ich schon mal gar nicht mehr mit dir, R, richtig? Also nee, so rede ich schon mal gar nicht mehr mit dir, richtig? Du hast es gesagt, richtig? Ja. Wie, du hast mich gemeint, du weißt, wie ich da drauf werden kann. Hab ich nicht nochmal. Wieso hast du vor dem Wohnzimmer gesagt gehabt, nein, ich hab dich gemeint, ich meine dich jetzt. Wieso hast du vorhin so gesagt, dass du mich gemeint hast? Nein, ich hab es nicht gemeint, ich meine dich jetzt. Aber wieso hast du vorhin Wohnzimmer so überhaupt gesagt gehabt? Nein, ich meine dich jetzt, hab ich jetzt gemeint. Du hast ja auch dabei den Namen R gesagt. Hab ich auch R gesagt. Nicht wahr? Dann hast du vorhin Wohnzimmer so gesagt gehabt, Nein, ich habe dich jetzt gemeint. Nein, ich meine dich jetzt, R, richtig? Ja. So gesagt? Ja. Du hast es gesagt? Ja. Nein, ich habe dich jetzt gemeint. Nein, ich meine dich jetzt, R, richtig? So? Ja. Wir wollten da zusammen gucken, Mama. Das ist Mama, ich hab hier die scheiß Pony vor meinem Gesicht. Mach den bitte weg, schneide bitte ab, Mama. Hol eine Schere, schneide bitte ab, Baba. Das ist für mich zu sehr Belastung, ich kann schon mal nicht mehr. Mama, kommst du jetzt bitte? Mama, kommst du jetzt bitte? Was ist mit dem Aufnahmen? Ist am Küchenfenster auch was zu sehen? Ja.
Komm sofort wieder, okay? Bitte. Ich fühle mich nicht gut, bitte. Ich hasse das für jedes Mal, was du siehst. Ich hasse es wirklich, Baba. Okay. Ich wünsche, ich wäre in mein Zimmer. Dann geh doch in mein Zimmer, dann lass die Aufnahme sein. Ich will keine Aufnahme machen, bitte. Es schadet mir nur noch. Hast du auf der rechten Seite auch das Morgenrot gesehen? Ja. Du warst aber nicht ganz auf dem Balkon rausgekommen. Auf der rechten Seite, der Kuppball. Ja, auch gesehen? Ja. Hast du auch hier vorne das Morgenrot gesehen? Da vorne auch? Bei der Wolkenformation meine ich, bei der Wolkenformation auch das Morgenrot gesehen. Bei der Wolkenformation auch gesehen, bei der Wolkenformation, die da oben war, auch das Morgenrot gesehen. Die da oben ist, bei der Wolkenformation, die da oben ist, auch das Morgenrot gesehen. Und da hinten, da, bei, beim Berg, da auch das Morgenrot gesehen. Da geradezu auch, geradezu da, beim Berg, auch das Morgenrot gesehen. Hast du überall gesehen? Das Morgenrot überall gesehen? Überall gesehen? Hast du das Morgenrot überall gesehen? Hast du das Morgenrot überall gesehen? Wirklich? Hast du das Morgenrot wirklich überall gesehen? Hast du das Morgenrot wirklich überall gesehen? Wofür steht denn hier auf dem Balkon? Was willst du noch, ne? Will ja nicht. Aber es belastet mich so sehr. Dann komm rein und lass es mit den Aufnahmen. Wenn ich, ja, wenn ich sagen kann, ich es dir nicht, dass du aufhören sollst. Wenn es eigentlich nicht geht, braucht man keine Aufnahmen machen. Dann muss man sich mal schonen. Ausruhen. Ich kann nicht mehr machen. Ich komme nicht rein, Baba. Ich will nicht reinkommen. Guck mal, wie toll es, dass du da ist. Ich brauche Tabletten, ganz viele Tabletten, bitte. Sehr viele Tabletten brauche ich. Viele, bis ich umkippe, bitte. Sehr viele Tabletten. Mama, wir wollten noch zusammen gucken. Mama, guck mal bitte. Mama, guck mal bitte. Mama, guck mal bitte. Mama, guck mal bitte, wir wollten noch zusammen gucken. Ich will noch zusammen gucken, Mama. Ja. Das lass die Aufnahmen sein. Kannst du beide Augen bitte zubinden, bitte? Ich will das nicht mehr sehen, bitte. Bitte beide Augen zu, bitte. Hol bitte eine Bitte, bitte meine Augen zu, bitte. Bitte. Komm einfach rein. Nein. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Herr, den Namen sagen, Typen, Typen. Da kann ich dir auch nicht mehr helfen, du Typ. Da kann ich dir auch nicht mehr helfen, du Typ, genau. Wir wollten noch zusammen gucken, Baba. Komm bitte ganz raus vom Balkon raus, ganz. Ich geh rein und raus, das ist egal. Du bist nie ganz draußen, nie ganz auf dem Balkon draußen, nie ganz auf dem Balkon draußen bist du. Du guckst nie richtig mit, Baba. Und noch was, ich habe noch vorhin Wahrheit gesagt, bevor du zur Toilette gegangen warst, da hast du wirklich den roten Haubitzen gesehen, wirklich. Das ist wirklich nach der dicken Seite rausgeschluckt, auch wirklich, Baba. Das war so Spaß gewesen, wirklich.
Weil das wirklich den Vintage. Ich sag dazu nichts mehr. Es war Spaß, ja. Und? Also, wusste ich doch. Ich wusste doch. Du hast einen roten Hobbit zum Dorf vorher gesehen, bevor du zur Toilette gingst. Richtig? Richtig? Alles richtig? Ja. Wieso hast du mir keinen Bescheid gegeben gehabt? Du, Fenster ist auf. Kannst du selber gucken? Auch mal? Ich muss immer für alles Bescheid geben. Du hast versprochen, mir Bescheid zu geben, wenn draußen was los ist, wenn draußen was ist. Ich dachte, du würdest auch mal selber das sehen. Bitte gucken mal. Du hast versprochen, bei allen Sachen Bescheid zu geben, wie draußen was los ist. Du hast mir versprochen, bei allen Sachen Bescheid zu geben. Du hast wirklich versprochen, bei allen Sachen Bescheid zu geben, wie draußen was los ist. Mir bei allen, wie draußen was los ist, wie draußen was du siehst, bei allen Sachen Bescheid zu geben, bei allen Sachen mir Bescheid zu geben, bei allen Sachen mir Bescheid zu geben. Hast du wirklich versprochen, das hast du mir wirklich versprochen, das hast du mir wirklich versprochen gehabt. Das hast du mir wirklich versprochen gehabt, das hast du mir wirklich versprochen gehabt. Das hast du mir wirklich versprochen, das hast du mir wirklich versprochen. Hast du wirklich versprochen gehabt, das hast du wirklich versprochen gehabt. Hast du wirklich versprochen, das hast du wirklich versprochen, Baba. Wenn Mama keine Zeit hat und es vergisst, dann da Bescheid zu geben. Ich habe dir sonst immer Bescheid gegeben. Mit dem roten Hobbit soll jetzt auch Bescheid geben müssen, Mama. Sag mal, du sitzt da, da ist ein Fenster. Kann man auch mal rausgucken? Ich denke, du wolltest mir mal Bescheid geben, ja? Hast du doch gesagt gehabt. Ich habe gesagt, auch wenn ich mal keine Zeit habe, ja? Du hättest so eben Bescheid geben, bevor du zur Toilette gegangen warst? Wollte ich ja, aber ich musste schnell. Ging nicht anders. Das kam schon. Also du wolltest mir Bescheid geben, richtig? Ja. Aber hast vergessen, richtig? Ja. Okay, dann ist gut. Dann habe ich es verstanden. Ich brauche mal die Medizin, bitte, Baba. Und bleib nicht lange weg, Baba, bitte. Mama, komm bitte wieder. Komm bitte wieder, Baba. Mama, komm bitte wieder, lass es sein, bitte. Ja, komm bitte wieder. Mama, komm bitte wieder! Wieso hast du mir kein Bescheid gegeben, dass da rot ist, da hinten rot ist? Du hast es selber gesehen vorhin. Hab ich gar nicht, Baba. Aber mir Vorhaltungen machen hier. Typ. Du musst sagen, du Typ, ne? Den Typen sagen, den Typen. Du musst den Typen nennen, den Typen sagen. Hättest du trotzdem Bescheid geben, dass da hinten rot ist, Baba, hinten rot du ist. Du stehst doch da. Du siehst es doch. Du hast es vor, bei allen Sachen Bescheid zu geben, Baba. Was habe ich vorhin gesagt? Du hast es vor, bei allen Sachen Bescheid zu geben, Baba. Was hatte ich dir gesagt gerade? Ich habe jetzt auch mal keine Zeit, ich muss was im Schlafzimmer machen. Du Typ, habe jetzt auch keine Zeit, du Typ, muss ich sagen. Habe jetzt auch keine Zeit, du Typ, muss was im Du hast jetzt mich wieder gebeit. Nein, habe ich nicht. Wieder Zeit, keine Zeit. Sag mal, ey. Immer dieses angesprochen fühlen, ne? Kann ich verstehen. Guck mal die Wolkenformation an, Baba. Hier ist die Wolkenformation. Ja. Wo auf der rechten Seite ein roter Streifen zu sehen ist, wo auf der rechten Seite ein roter Streifen zu sehen ist, hättest du mir auch Bescheid geben müssen, Mama. Wo das mal gehört, wie soll ich das? Mama, ich soll gar nicht dir Bescheid geben, ey. Was soll das jetzt von dir? Du Typ, was ist der Typ? Oder mich? Nein. Ey, soll ich dir für alles Bescheid geben, oder was, du Typ? Du hast jetzt mich gemeint. Nein. Ey, warum soll ich jetzt für alles hier Bescheid geben, du Typ? Du Typ, so? Ja. Hast du gesagt? Ja. Ey, warum soll ich jetzt für alles hier Bescheid geben? Du Typ, so hast du gesagt? Ja, hab ich. Hast du Typen dabei genannt? Ja. Du Typen dabei erwähnt? Ja, hab ich. Du hast mich gemeint? Nein. Du hast versprochen, mir bei allen Sachen Bescheid zu geben, draußen, was du siehst, draußen, was los ist. Mama. Du stehst hier auf dem Balkon mit mir. Ja? Wir gucken gemeinsam. Ja? Aber du hast versprochen, mir bei allen Sachen Bescheid zu geben, Baba, mir bei allen Sachen Bescheid zu geben, wie draußen, was los ist. Wenn ich dir was Bescheid gebe, habe ich mal keine, wenn ich es vergesse, habe ich mal keine Zeit. Oder ich habe es vergessen.
Ich war jetzt mit der Rittelfrau, ich war jetzt gerade, wo jetzt gerade der rote Streifen ist, sind wir auf der rechten Seite. Hast du auch vergessen gehabt, Bescheid zu geben? Auch vergessen? Mama? Stehen wir beide auf dem Balkon? Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, wo jetzt auf der rechten Seite der rote Streifen ist, wo du auf der rechten Seite der rote Streifen ist. Hast du auch vergessen gehabt, Bescheid zu geben? Hast du auch vergessen gehabt, Bescheid zu geben? Hast du auch wieder vergessen gehabt, mir Bescheid zu geben? Hast du auch wieder vergessen gehabt, mir Bescheid zu geben? Hast du auch vergessen gehabt, Bescheid zu geben? Hast du auch vergessen gehabt, Bescheid zu geben? Hast du auch wieder vergessen gehabt, Bescheid zu geben? Hast du auch wieder, hast du da auch wieder vergessen gehabt, Bescheid zu geben, Mama? Ja, nehm ich zu. Auf der rechten Seite der roten Streifen. Ja, aber hast du schon vorher gesehen, ne? Ja. Hast du schon vorher gesehen, richtig? Du hast versprochen, mir bei allen Sachen Bescheid zu geben, draußen, was los ist. Draußen, was zu sehen ist. Du gehst mit dem Handy so rum, da kann man es doch auch mal gucken. Du hältst dein Versprechen nicht ein, Baba. Nein, nur nicht. Nur nicht. Bis jetzt habe ich es immer eingehalten. Ich mache jetzt eh Weitwinkel auf, da lohnt sich sowieso nicht mehr, weil ich die Wolkenformation hier aufnehmen muss. Das sind Mamatus Wolken, Baba. Ja, ich weiß. Wieso bist du beim Morgenrot wieder reingegangen? Nicht vorhin, nicht heute Morgen bei dem Mutten Horizont. Ich meine, bei dem Morgenrot, was da eine Wolke drin gewesen war. Wieso bist du da wieder reingegangen? Musst du was erledigen? Wieso warst du da wieder reingegangen? Musst du was, wir wollten doch zusammen gucken, denke ja, ich. Kannst auch vom Schlafzimmerfenster aussehen. Hast du das Morgenrot zusammen angeschaut, wir zusammen angeguckt? Ja, hattest du das Morgenrot wir zusammen angeschaut? Hattest du das Morgenrot wir zusammen angeguckt? Hattest du das Morgenrot mit mir zusammen angeschaut? Ja. Hattest du das Morgenrot mit mir zusammen angeguckt? Wirklich? Ja, hatte ich. Auch wo es hier vorne rot war, weil der Wolkenformation ja, rot war? Auch du, wo es da hinten rot war, beim ja, Berg? Das stand ich hinter dir. Auch wo es da hinten da, wo der Windmüll da, bei dem Ventilator da hinten da, auch rot war? Auch? Ja. Auch da, wo es Abteil Königsmünster, ja, über Flugplatzwäsche, über den Hennesee da, auch rot war? Ja. Auch wo es auf der rechten Seite da, rechts, ja, auch wo es auf der rechten Seite war, ja, auf der rechten Seite war, wo rechts komplett rot war, auch. Ja, ich war draußen. Auch wo es auf der rechten Seite, ganz rechts da, auf der rechten Seite da, auch komplett rot war, auch komplett ganz rot war, da auch. Ja, wiederhole ich mich. Auch wo es über der evangelischen Kirche steht, da, über diesen Berg da mit der Turmruine da, ja, über diesen Berg da mit der Turmruine da, auch da, wo es auch rot war. Ja. Auch wo es da auch rot war. Über die Turmruine da, über die Turmruine da, über den Berg da, über die evangelische Kirche, über die evangelische Kirche da hinten, ich kann nicht mehr sprechen, Baba. Ich meine, wo der Himmel überall rot war, hast du alles gesehen? Ist der Küchenfenster auch was zu sehen? Nein, nicht so viel hier. Und vorhin beim Morgenrot? Nein, nicht so viel wie hier. Vorhin beim Morgenrot? Aber was habe ich gerade gesagt? Nicht so viel wie hier. So. Wie sah es am Küchenfenster aus? Nicht viel, habe ich doch gerade gesagt. Wie viel war es am Küchenfenster vorhin zu sehen von dem Morgenrot? Oh, guck mal. Was? So ein klitzekleines ja, bisschen? War nicht viel. Das ist hier mehr. Da war nicht viel. Auch wo das über die evangelische Kirche. Auch wo das über diese evangelische Kirche da hinten, der Waldstraße, die Ziegeleistraße, auch wo es darüber auch rot gewesen war, über die Ziegeleistraße da hinten, wo die evangelische Kirche da hinten steht, wo die Berge da hinten sind, wo die Turmruine ist, darüber, wo der Hebel auch
knallrot gewesen war, wo der Hebel auch knallrot gewesen war, musst du drüber auch, der Hebel auch knallrot gewesen war, musst du drüber, der Hebel auch knallrot gewesen war, hast du auch gesehen? Ja. Okay.